5 Femizide in Wien an einem Tag. Achtung, was sich am Freitag in der österreichischen Hauptstadt abgespielt hat, ist tragisch. Hier eine Zusammenfassung. Eine 51-jährige Mutter und ihre 13-jährige Tochter wurden in Wien-Erzberg leblos aufgefunden. Als dringend tatverdächtig gilt der 53-jährige Vater aus der Südsteiermark, der flüchtig ist. Wenig später eine weitere grauenhafte Tat. In einem Bordell in der Brigittenau fanden Beamten Schreckliches vor. Die Opfer, vermutlich 3 chinesische Staatsbürgerinnen, konnten noch nicht identifiziert werden, da sie laut den Ermittlern aufs Übelste zugerichtet worden sind. Die Polizei nahm noch am Tatort einen 27 Jahre alten Asylbewerber aus Afghanistan fest. Er stand laut den Beamten noch mit der Tatwaffe dort. Das Messer soll er eigens für die Tat gekauft haben, was auf einen geplanten Mord hindeutet. Er sei grundsätzlich geständig, teilt ein Sprecher mit. Eine persönliche Beziehung zu den Getöteten soll der Mann nicht gehabt haben. Laut dem Kurier kann auch ein religiöses Motiv ausgeschlossen werden. Vielmehr soll er sich als Sittenwächter gesehen haben und gegenüber Frauen voller Hass gewesen sein. Zudem sollen ihm Stimmen befohlen haben, zur grausamen Tat zu schreiten. Österreichische Frauenhäuser schlagen nun Alarm. SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner spricht von einem schwarzen Tag für Frauen in Österreich. Jede dritte Frau in Österreich ist von Gewalt betroffen. Die Anzahl der Betretungsverbote steigt jährlich. Die Anzahl an Femiziden ist die höchste in Europa.